3, 2, 1. Wir sind los! Wir sind los, ja. Wir sind los. Wir sind wirklich losgefahren. Wir sind losgefahren. Nach wie lange waren wir denn jetzt eigentlich hier? 4 Wochen fast, ne? Das sind, glaube ich, in Kaverten, ja. Ich glaube, unser Einreisestempel ist vom 26. Echt so früh? Ja. Also am 26. oder 27. November angekommen. Also von den 3 Wochen Kapverden haben wir 4 geschafft. Ja. Und oh Gott, von du den, hast hier was im Auge. Ich habe was im Auge. Ja, und von den 10 Inseln Kapverden haben wir 6 Stück besucht. Ja. Ja. Und alle waren sehr schön. Und jetzt sind wir endlich aus diesem Moloch Mindelo los. Nee, Quatsch, eigentlich ist es voll schön. So richtig los will man auch nicht. Weil die meisten Leute doch sehr, sehr, sehr nett sind. Also sehr, sehr nett und sehr interessant. Und dann kommen immer neue Leute an und dann denkt man so, auch na, mit denen könnte man jetzt auch noch einen Abend sitzen. Und dann fahren die Ersten und dann kommen die Nächsten und es kommen ganz viele Segelschiffe, aber es kommen keine Pakete. Scheiß DHL. Ja, stimmt, das geht genau. Mir auch. Genau, also wegen, liebe DHL, vielen Dank für die zusätzliche Woche, die wir hier auf den Kapverden verbringen durften. Wir stellen das dann auch gerne in Rechnung, Hafengebühren. Genau, aber egal, von Paketen reden wir jetzt nicht mehr, wir sind los. Doch, ich muss noch ganz kurz zu Paketen. Ich habe eben gerade beim Ablegen noch mal reingeguckt ins Paket-Tracking und sage zu Claudi, Gott sei Dank hat sich nicht geändert. Es ist immer noch vom 6.12. das letzte Mal irgendwie, dass was passiert ist. Also habe ich es einfach normal gekauft. Und diesmal geht es aber auf dem Schuhweg sozusagen. Das wird uns dann unser Überraschungsgast mitbringen. Außer das Paket geht in Deutschland verloren. Das wäre natürlich jetzt der Traum. Ja, wir haben es nur noch 2191,5 Meilen. Wie viel ETA ist auch schlimmer, ne? Also nur 15 Tage. 16. Jetzt sind es 18. Also es schwankt plus minus 7 Tage im Moment. Unser Abschied war spektakulär, war keine Sau. Doch, der Mann von der Tankstelle hat uns eine gute Reise gewünscht. Nee, aber das Verabschieden, das kann hier schon ganz schön zur Zeremonie werden. Und irgendwie, wenn man auf jeden wartet, der sagt, ich bin in 2 Stunden da und dann verabschiede ich mich von euch, dann kommt man hier nie los. Und jetzt sind wir einfach abgedampft. Ich habe dem Mann an der Tankstelle sogar das Wechselgeld, was er uns in Escudos gegeben hätte, geschenkt und habe gesagt, kannst du vor zur verlügelten Bar heute Abend gehen und kannst dir ein Bier davon kaufen. Aber ich habe mir schon gedacht, der Mann an der Tankstelle hat den besten Job. Alle, die abhauen, die können mit Escudos nichts anfangen. Ja. Und ja, wenn du da irgendwie mit Euro bezahlst, kriegst du immer Trinkgeld, automatisch. Ja. Cool. Deswegen war er bestimmt auch so relaxed. Ja, war er auch. Wir haben noch mal kurz die Wettervorhersage. Ich meine, was will man da groß bei Atlantiküberfahrt an Wettervorhersage gucken? Also der Wind wird sicherlich nicht drehen auf Süd, obwohl bei unserem Glück. Wir haben so viel Gegenwind gehabt. Nee, also der kommt jetzt stetig aus Nordost, schwankt irgendwie zwischen 3 und 5 Windstärken. Und jetzt laufen wir erstmal ein ganzes Stück nach Südwesten. Ja. Weil Mitte der Woche ist dann ein Flautenfeld angesagt, nördlich von uns. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt gleich wieder zu Beginn drinstecken. Fahren, ja. Ja, und wir hatten uns überlegt, so eine Art Videotagebuch zu machen, aber wir werden einfach jetzt die Abfahrt machen, so Abfahrt. Ja. Und dann der nächste Schnitt ist Ankunft, oder? Ja, dann machen wir so Vorher-Nachher-Video. Martin wird aussehen wie so ein Rübezahl, weil der rasiert sich ja nicht während des Segelns. Und ich werde wahrscheinlich solche Augenringe, Tränensäcke, was weiß ich, haben blaue Flecke jede Menge. Ja, das ist, wenn die Kuh nie gehorcht, ne? Ja, da habe ich unten einen Stock. Ja. Aber meine Kette ist schon länger geworden, also ich darf aus der Pendel raus. Du darfst hier sitzen jetzt. Ich darf hier sitzen jetzt, ja. Nee, Quatsch. Bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ich bin froh, dass wir losgefahren sind. Ja, Martin ist froh, dass wir los sind. Ich bin auch froh, dass wir los sind. Aber wir werden mal sehen. Ich meine, so oft habe ich ja so eine Atlantiküberfahrt jetzt auch noch nicht gemacht. Also nie. Aber im Traum. Aber das war sehr lustig. Vielleicht kann ich das noch erzählen. Gestern hat eine Crew abgelegt und der Eigner, Kai, der ist zarte 17 Jahre alt. Ja. Ich glaube, das Alter der vierköpfigen Crew, das ist, wenn überhaupt, insgesamt 80. Ja. Und der Kai, der hat von seinem wahrscheinlich sehr reichen Papa einen Batzen Geld in die Hand gedrückt bekommen. Er hat gesagt, dann flieg nach Griechenland, kauf dir dort ein Schiff, segel das in die Karibik. Aber du musst mir versprechen, dass du bis zu deinem 18. Geburtstag deinen Highschool-Abschluss machst.
Und Kai wird im Sommer 18, deswegen hat er jetzt ganz schön Eile gehabt. Genau, und da sind die vier Kids gestern los. Einer von denen ist permanent seekrank, also es fahren eigentlich nur drei. Gut, hören wir erstmal auf, weil ich muss jetzt den epischen Kurs ändern, weil wir wollen ja nicht dorthin, wir wollen dahin. Nach Granada. Granada. Genau. Also, tschüss. Tschüss. Saft. Schnursaft, Prost. Interessanten Nachgeschmack, der Saft. Ja, es wäre schlecht. Ja, es wäre schlecht, ja. Es wird gegoren. Keine 30 Meilen gefahren, bin weg. Eigentlich muss man so eine Art Anwind fahren, um weiterzukommen. Aber der Verklickerer macht laut halt länger. Ja, es ist um 1 vielleicht. Und wir haben 0,2 Knoten Wind. Wieso ist immer, wenn wir segeln, hier ist Passatwindzone. Echt? Wir hatten vorhin so schön 20 Knoten Wind. Und jetzt 2,6, 3,5, 2,1. Sperrgleiter segeln und lass uns einfach treiben. Mal überlegen. Aber etwas Gutes hat die kaputte Kamera. Das Display ist nur weiß und deswegen leuchtet es mich an. Also das ist echt nicht zu fassen. Wir sind hier seit einem Monat auf dem Kap Verden. Einen Monat. Und haben jeden Tag Nordostpassat. Echt jeden Tag. Immer irgendwas zwischen, ich sag mal, 16 und 40 Knoten. Und jetzt fahren wir hier oder wollen die Karibik fahren. Wir haben Westwind. Wir haben echt gerade Westwind. So, guten Morgen. Am zweiten Tag um 8. Ein kräftiger Nordostpassat hat Selene durch die Nacht gejagt. Auf welchem Schiff warst du denn unterwegs? Wir sind sogar ein Stück zurückgefahren. Oh, das ist ein Geschaukel. Unsere Kurse hier sieht so geil aus. Also die Zacken nach oben hat der Wind immer gedreht. Und als wir ein Stück zurückgefahren sind, war er ganz weg. Halb sechs, halb sieben, aber in acht Stunden, in 3 Stunden 7 Meilen geschafft. Jetzt. Hey! Das wird wieder ein grandioses Edmal. Das wird ein grandioses Edmal werden. So wie wir herumeiern, brauchen wir 4 Wochen über den Atlantik. Ja. Und wenn wir jede Nacht. Hast du jetzt schon so eine Art Galgenhumor entwickelt? Wenn wir jede Nacht hast du für 1,5 Stunden wieder zurück nach Mindelo fahren. Vielleicht hat es der Neptun, dass meine Pakete da sind. Ach scheiße, ja. Müssen wir noch mal schnell gucken gehen. Das wäre kein Akt, wir sind noch nicht weit gekommen. Kaffee, tschüss. So. So, es ist 5:05. Und gleich werden wir alles abfeuern, was wir haben. Alle Raketen, alle Seewasserfärber und alles. Oh! Ist voll heiß angefühlt.
Du fällst ja auch nie auf die Füße. Haben wir denn die Flasche Wasser oben? Ich nehme mal eine. Juhu. Alles Gute im neuen Jahr, Hasi. Alles Gute im neuen Jahr. Wir warten kurz, gleich stoßen wir an. Oh, die Gefahr ist vorbei. Oh Gott sei Dank. Hasi. Es war voll heiß an den Füßen. Ich bin auf irgendwas draufgetreten. Und das hat gebrannt am Fuß. Vielleicht keine so gute Idee, das auf dem Boot anzumachen. Nee, hab ich mir auch gerade so gedacht. Aber wir haben eine Flasche Wasser hier stehen. Wir haben leider vergessen, Sekt zu kaufen. Das wäre auch unerschwinglich gewesen auf den Karo Verden. Stimmt. Ich filme mich mal. Die Claudi sieht noch verbutzelter aus als ich. Dann Prost halt. Auf ein 2020, genau. Ein Incredible mit ein bisschen mehr Wind als 2019. Noch mehr? Naja, das ist jetzt noch nicht so viel. Obwohl, wir hallo. Jetzt haben wir fünf Knoten. 15 Knoten. Auf die 5 Knoten. Ja. Also 2 Stunden später als in Deutschland feiern wir ja auch jetzt Silvester. Wir wünschen allen ein schönes neues Jahr. Ja, viel Glück, Gesundheit. Gut. Ja, viel Glück, Gesundheit, Wohlstand, Weltfrieden. Ach nee, wir sind hier nicht zur Wahl zum Miss Universum. Naja, einfach ein schönes, ruhiges Jahr 2020. Erfolgreiche Projekte an alle, die arbeiten gehen müssen. Der lacht hinter der Kamera. Und an alle, die nicht arbeiten gehen müssen, wenn ihr sowas machen wollt, dann macht das. Das ist total cool. Irgendwas wollte ich vorhin noch. Ach so, heute war es ganz bedeckt. Das oh, ist ja bestimmt die Feinstaubwolke von den Böllern, die aus Europa herübergezogen ist. Gar okay. Keine Sonne. Guten Morgen. Dritter Seetag, 1. Januar 2020 und wir haben endlich Wind. Es hat sich so ein bisschen der Nordostpassat so beständig jetzt eingestellt über Nacht und wir schaffen 5 Knoten. Damit springt unsere Restlaufzeit gleich mal auf nur noch 14-15 Tage. Vorher, das war echt frustrierend, so 20, 24 Tage noch. Da sind wir hier bei 3 Knoten irgendwie über den Atlantik gedümpelt. Ja, aber jetzt wird es schon langsam so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es schaukelt ganz gut. Ja, so 12 bis 16, 18 Knoten Wind. Aber das wäre echt super, wenn das jetzt ja, mal für ein paar Tage so bleibt. Oder vielleicht noch eine Windstärke zunimmt. Wir müssen langsam mal ein bisschen Strecke machen und nach Süden kommen. Aber so gefällt mir das schon. Die Sonne kommt langsam raus. Ich zeige euch das nochmal. Schönes neues Jahr nochmal von mir. So, guten Tag. Nach einer durchzechten Silvesternacht, so wie ich jetzt gerade aussehe. Heute ist mal Wind. Cool. Ja. Oder? Mit Atlantikwelle. Das ist angenehm, das ist echt angenehm. Und natürlich versuche ich wieder zu angeln. Ich glaube, irgendwann, wir werden es ständig darüber lustig machen und irgendwann wird dann das heillose Chaos hier losbrechen, wenn wir irgendwie so ein Vieh dran haben. Weil ich weiß gar nicht, wie ich das hier durchkriegen soll. Wir machen einfach die Bugluke auf, von innen die Tür zu, stopfen den Fisch dort rein, Klappe zu und dann lassen wir den dort 3 Stunden sich austoben. In die Kühlbox direkt? In die Kühlbox direkt rein. Und auf minus 10 Grad. Und dann holen wir den tiefgefroren dort raus. Ja. Vielleicht. Nee, wir brauchen ja eigentlich ein neuer, gibt es ja immer Karpfen. Martin hat mir versprochen, mir einen Karpfen zu besorgen. Ja. Vielleicht wird es nur ein Krapfen. Ja, und etmal technisch, heute ist der 3. Tag, wenn man also den Tag der Abreise mitzählt. Haben wir am ersten Tag 33, hatte ich gesagt, geschafft. Also wir sind ja irgendwie 16 Mal aufgebrochen. Am zweiten Tag waren es 73 oder so, oder 75. Und heute hatten wir aber vorm Frühstück, da war es um 10 oder so, oder kurz vor 10, da hatten wir schon 43 geschafft. Da bin ich schon mal gespannt. Die Claudi zeigt dann mal auf der großen Karte, wie weit wir schon gekommen sind. Das ist episch, das ist echt episch. So, der Martin hat ja gesagt, ich versuche das mal zu zeigen, wie weit wir schon gekommen sind. Ist gar nicht so einfach bei dem Geschaukel. Das ist heute unsere Position. Da sind die Kapo Verden
Und jetzt zoome ich mal raus. Und das ist die ganze Karte. Und da, Grenada, da wollen wir dann hin. Also es ist noch ein Stück. Hier ist dann ungefähr bergfest. Das ist dann wahrscheinlich so in 8 Tagen, wenn es so weitergeht. Also es ist noch ein Stück. Aber ich habe mir schon mal die nächsten Karten rausgesucht. Tada! Grenada. Also es wird noch ein Stück dauern, bis wir die brauchen. Und dann geht's nach St. George's. Da habe ich mir schon mal vorsichtshalber die Hafenkarte rausgesucht, dass ich auch jetzt schon weiß, wo wir dann in die Marina gehen. Hier wahrscheinlich. Also so in 2,5 Wochen. Genau. Und so sieht es heute aus. Heute ist auch fast schon Sonne. Die brauchen wir, weil wir am Berg sind. Ja, stimmt. Gestern war es ja so windarm und bewölkt. Da waren uns leider die Akkus platt gegangen. Mussten wir gestern für 2 Stunden die Maschine mal anschalten. Und ich zeig mal, wie anstrengend das mit dem Segeln hier so aussieht. Der Kapitän sitzt hier, hat Deckchen, Kopfkissen, Fuß guckt raus. Komplette Sicherheitsausrüstung hängt hier unten. Gut, das war's. Sag schön tschüss. 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 Und dann die Hände. Ich muss mal sagen, da hat sich GoPro nichts überlegt mit diesen blöden WLAN-Einstellungen. Schaltest du aus, wieder ein WLAN-Einstellung weg. Und dann bist du erstmal eine Stunde beschäftigt, bis es wieder funktioniert. Im Internet nach dem Passwort zu suchen. Ja, vor allen Dingen im Internet, wenn man keins hat. Also, wenn jemand immer sagt, das wird das nie langweilig beim Segeln? Nee, überhaupt nicht. Man hat ständig irgendwas zu tun. Oder? Ja. Also, ich habe jetzt 1,5 Stunden aufgewacht. Wie lange? 1 Stunde. Für uns war es 1,5 eben gerade. Naja, mit Zusammensuchen des ganzen Geschirrs, was hier so rumsteht. Und. Das war wirklich nicht viel, aber das dauert voll lange. Ich habe hier einen Claudia-Stift. Tust du mich jetzt hypnotisieren? Nee, es wird nicht langweilig aussehen. Nee. Ja, du hast eine Nachricht bekommen von meiner Mutti. Und was schreibst du denn? Sind meine 2 Nachrichten angekommen, Fragezeichen, habe versucht euch anzurufen, ging leider nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. So sieht es also aus, wenn die Claudi ins Bettchen geht und nochmal den Wache schiebt. Ich habe nie geschlafen. Und doch, du hast gewuzelt. Ich habe nie geschlafen. Du hast geschlafen. Ich habe nie geschlafen. Du hast geschlafen. Ich habe nie geschlafen. Du hast geschlafen. Ich habe nie geschlafen. Du hast geraten. Nein. Das ist du selber. Das ist das Brett, was ich hier noch baue. Ich habe nie geschlafen. So. Da bin ich heute den ganzen Tag immer eingeschnappt. Hast du jetzt davon? Es ist Tag Nummer 27. 4. Ach, 4. Es ist Tag Nummer 4 und es ist der 2. Januar. Oh, vielleicht wird ein Beitrag freigeschaltet. Ja. Oh, ich muss mich kurz ausstrecken. Oh, ich war ein großes Schiff. Und es ist irgendwie total trüb draußen. Ja, heute will die Claudi baden gehen. Hat sie gestern gesagt. Hier unten, hier plappern sie die ganze Zeit in einer Ruhe. Du erzählst nur. Ich plapper sie überhaupt gar nicht. Ich will ja unseren Fans was erzählen. Ich sag ja mal ruhig. Das sind 5,5, 6 Knoten schnell. Und das sind weniger als 2000 Meilen. Das
sind nur noch 1900. Fast 1930, also fast geschafft. Mhm. Genau, und jetzt macht mir der Martin Kaffee. Nee, der schläft schon wieder, der hat schon geschafft, die Augen zu. Der ist irgendwie immer nur am Wuseln, der ich soll. Ich hab gar nicht die Augen zu. Ich hab gerade was überlegt. Du hast geschlafen. Assi, guck dich doch mal um. Hier ist hunderte Kilometer breit, keine Sau. Na, aber wenn hier aber nur einer kommt. Aber wo? Ich muss angeln. Der Angelbote, der Postbote zum Beispiel, wenn der jetzt dein Päckchen bringt. Der Postbote, da kann ich mal am Arsch lecken. Hier ist draußen ist gar nichts los. Und wir haben hier den Bitterorangentopf hier rausgestellt. Weil der kriegt nämlich kleine Bitterorangen. Ja, der kriegt neue Buben. Ja. Der Martin schläft. Der soll Wache erhalten. Und der ich halte Wache. Ich bin sehr verantwortlich. Ja. Ich habe die Decke drüber, drunter ist rettungsfest und alles. Zeig mal. Lifeband, nein. Zeig mal, du hast bestimmt nicht mal eine Hose. das ist geheim. Das wird. So ist also Passatsegel. Ja, ich denke mal, wir werden etwa die 110 bis 130 Meilen pro Tag schaffen. Jetzt viel Glück vielleicht noch 140. Aber so wie der Wind jetzt angesagt ist, laufen wir erstmal Richtung Süden, also Südwest. Aber es ist schön warm, es ist ein ganz moderates Segel. Wie gesagt, hin und wieder schaukelt es mal ein bisschen. Da muss man halt, beim Pennen ist es halt blöd, da wird man mal wach. Ich lasse mal die GoPro ein bisschen laufen. Ich denke mal noch 1900 Meilen jetzt. Also knapp 3500 Kilometer. Die Richtung. Und ansonsten, ein paar Delfine haben wir gesehen. Fliegen die Fischer ziemlich viele. Ich habe gestern eine kleine Goldmakrele dran gehabt, ich weiß nicht, 25 cm vielleicht. Ja, die haben wir auch wieder zurückgeschmissen. Dann war noch was Größeres dran, denke ich. Aber das hat sich losgerissen. Also das hat ganz schön abgerollt an der Angel. Aber es gibt Sensationelles zu berichten. Guten Tag, es gibt. Ja. Warte mal, ich komme mal hoch. Ja. Die 15 Grad Nord, 30,2 Grad West. Ein Schiffskontakt. Ein Fischereifahrzeug, 60 mal 10 Meter aus. Arigato! Japan meine ich natürlich. Mal gucken, wir haben ja gewettet, wie viel Schiffskontakt wir haben werden. Und ich habe gesagt 3. Und die Claudia hat gar nichts gesagt. Oder? Ich denke 3. Jetzt hör mal auf, hier so rumzuankern und halt mal deinen Köppel ins Licht, weil es ist immer nur finster. Genau, so. So, ja. Wir haben den ersten Schiffskontakt. Und was war so jetzt heute noch so los? Martin hätte heute fast 2 Meilen Fisch gefangen. Ja. Also definitiv einer dran. Oder 2. Aber irgendwie wollten die nicht. Die sind vor der Angel gegangen. Und ich habe hier geflucht wie ein Rohrspatz. Ach, gar nicht. Geht das noch heller? Nee, das passt schon so. Das ist ja Martins Incredible Ambient Light. Jawohl. Jetzt zeigen wir mal dem Japaner, was das hier für ein Boot ist. Disco, Hugo, Ringeldingelding. Gut, dann gehe ich mal weiter aufwaschen und du passt auf, dass wir das Hattori Hanzo Boot nicht versenken. Jawohl, mein Captain. Mein Führer. Ey. Das müssen wir dann wohl rausschneiden. Ja, ich mach dann drüber. Okay. So, guten Morgen. Es ist der 6. Tag, glaube ich. Es sind 1832 Meilen. Und ja, ich habe schön gepennt, weil Claudia hat mich ins Bett geschickt, weil ich halt etwas müde aussah. Und jetzt wache ich hier auf. Und hier hinten im Cockpit ratzt es vor sich hin.
Ich habe versucht, sie gerade mal zu wecken. Passiert nichts. Also, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob es wirklich der sechste Tag ist. Korrektur, es ist der fünfte Tag. Gestern ein ganz gutes Etmal geschafft von 119 Meilen. Kann man nicht meckern. Jetzt gucken wir mal die Claudi. Wer ist denn hier während der Wache eingeschlafen? Wer ist denn hier während der Wache eingeschlafen? Das ist ganz hell. Ja, ich musste, weil gestern hat ja jemand mit der Kamera gestanden und... Ja, Mann, ist das episch. Es kommt kein Schiff vorbei und kein Fisch und gar nichts. Und es ist langweilig. Ja, aber nachts ist es langweilig. Willst du ins Bett gehen? Ja. Ne? Ja. Dann mache ich mal die Kamera aus. Sag mal tschüss. Tschüss. Petri! Das ist riesig. Hallo. Hallo. Ich wollte gerade nach der Angel gucken und musste ziemlich anfangen zu lachen. Oh Gott. Was bitte? Schade, das geht nicht mehr auseinander. Ja. Aber das sind die Flügel. Hallo. Das müsste ein ausgewachsenes Exemplar sein, das ist ja Wahnsinn. Und so krass, wie der schon aus. Da muss ja irgendwann ziemlich lange schon dort liegen. Tut mir leid, kleiner Mats, das haben wir nicht gesehen. Hallo. Mach mal Hallo. 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 Boah, hast du da mal dran gerochen? Der stinkt ganz fürchterlich. Köder eben schon. Aber nimm den mal als Köder, das funktioniert bestimmt. Und dann hol mal einen Megalodon raus. Dann brauche ich mal die Angelausrüstung, weil da brauche ich einen großen Haken. Da muss ich mir was einfallen lassen. Martin hat was gebaut. Ich habe echt Angst, was passiert, wenn das funktioniert. Also im besten Fall irgendwie ein schöner Tuna, so 10 Kilo. Oder ein Bonito oder eine Goldmakrele. Wir haben leider keinen kleineren fliegenden Fisch gehabt. Na, wir müssten mal vorne auf dem Deck gucken, ob da das noch was ist. Habe ich extra schon geguckt. Okay. Und im schlechtesten Fall haben wir halt einen Hai dranhängen. Oder einen Tiefseekraken. Oder einen Megalodon. Nee, das ist egal, ich will irgendwas fangen. Ich tue das jetzt mal hier in das Stahlvorfach. Also das Stahlvorfach mit einem ziemlich massiven Haken. Einmal durch den Fisch durch. Und dann noch natürlich mit einer Zugentlastung, dass ich den Haken nicht durch den Fisch ziehe. Also ich bin von Norwegen gewohnt, je komplizierter die Ködermontagen werden, desto weniger fängt man. Also das ist wirklich ohne Scheiß, das ist so. Ja, mal gucken, ob das Ding überhaupt nur durch die Wellen so pitsch macht. Wie ein Fisch. Ach so, dass das zu leicht ist. Na, wir gucken mal. Ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen weich. Ich habe meine Tackelnadel durchgekriegt. Von ja. Seiltackeln her. Das ist die hier. Die hier. Die genau. Muss ich erstmal abwaschen. So, der Köder, der hing jetzt ungefähr 12 Minuten draußen. Und jetzt haben wir anscheinend schon den gemeinen Atlantik-Krümmling dranhängt. Und der Martin hat langsam keine Schnur mehr auf seiner Rolle. Und der Fisch will einfach nicht umkehren. Müssen wir das Boot anhalten? Das wird schwierig, oder? Ist die irgendwie langsamer? Kannst du mal das Vorsegel rauslassen, bitte? Ja.
Petri. Wir hatten noch nie wieder rausgekriegt, den Haken. Das ist ja krass, wo der Haken hängt. Dass das so polstern ist, aber den Haken ja. Cool. Also schönes Exemplar, oder? Ja, aber er verliert schon seine gelbe Farbe. Ne? Ja. Sobald die tot sind, werden die blau. Die schöne Goldmakrele. Ah, oh, geil. Aber muss man mal messen, wie lang? Das wird an Goldmakrele mein persönlicher Best. Das ist der erste. Nee, die zweite. Ja, die kleine haben wir ja die wieder. Die kleine, die war vielleicht so hier. Also, ja. 20 cm hoch, ja, hier. Und das hat wie lange jetzt? 15 Minuten maximal. Also merken, fliegende Fische sind super gute Köder. Ja. So, Hasi. Und? Hier riecht es überall nach Fisch. Ja, jetzt geht das große Putzen los. Das ist halt der Nachteil bei sowas. Ja. Hier überall liegen diese Schuppen rum. Und wenn man das nicht sofort wegspült, das wird hart wie Beton. Ja, ich habe vorhin, glaube ich, auch erstmal die erste halbe Stunde das Cockpit hinten von dem Blut sauber gemacht. Ja, und jetzt, die Filets kann ich leider nicht zeigen, die sind in der Tiefkühlbox, aber hier ist noch die Karkasse. Ja, die Claudi super hingekriegt. Wir könnten leider nicht wiegen, aber ich würde sagen um die 5 Kilo. 20, 40, 60, ja, ziemlich genau 80. Hat super funktioniert mit dem Köder, hätte ich nicht gedacht. Und die hatten uns irgendwie ausgemacht, dass alles unter 60 cm haben wir wieder rein. Aber der hat es so gehakt, der wäre wahrscheinlich sowieso dran verreckt. Aber ja gut, so ist es nun mal. Ja, da haben wir jetzt zwei Tupperdosen voll Filet. Und wir sind uns einig, dass wir jetzt erstmal wahrscheinlich das Angeln pausieren. Oder, Hasi? Ja. Geht klar. Ich würde sagen, vor einer Stunde oder anderthalb schwamm er noch im Meer. Jetzt schon auf unserem Teller. Juhu, oh, da freue ich mich jetzt aber. Bist du bereit? Ja, natürlich. Können wir uns auch mal beim Neptun bedanken, dass er uns den an die Angel geschmissen hat. So. Prost. Prost, Hasi. Auf die Goldmakrele. Auf die Goldmakrele. Zum Glück war es eine Goldmakrele und nicht irgendwas. Und wie schmeckt es dem Martin? Oh, ist das lecker. Ist gut? Ja. Das ist jetzt der Goldmakrele an dem Rest vom Gemüse mit Reis. Also auch wenn es martialisch aussah mit dem Killen halt, aber das gehört halt dazu, ne? So, wer Fisch essen will, der soll sich damit auch beschäftigen, wo der herkommt. Meine Meinung nach jedenfalls, oder? Ja. Geht's dir auch so? Ja. Und man genießt ihn auch ganz anders, wenn man halt selber gekillt und ausgenommen hat und filetiert hat. Ja, und vor allen Dingen frischer geht der gar nicht. Ja, das stimmt. Dann guten. Guten. So, guten Morgen. Ich habe Kraft. Es ist der sechste Seetag. Es sind noch 4 Meilen, ne? 1682 Meilen noch. 1600, echt zu wenig. Wir fahren hier immer noch weiter Richtung Südwest. Weil nach Krippdaten ist hier im Norden doch dann relativ viel Flaute angesagt. War schon gut, dass wir immer weiter Richtung Süden gefahren sind. Und ich denke mal, wir können locker noch einen Grad weiterfahren.
Wir haben das Boot 20% schneller gemacht. Mit Großsegel. Gucken, wie lange das gut geht im Schmetterling. Und das Interessante ist, hier gibt es eine Boje. 10 mal 1 Meter. Aber die werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Guten Morgen. Okay, so, das war der Kommentar des Tages von der Claudi. Achso, ich habe mal beim Durchgucken der Videoaufnahmen gemerkt, dass meine Kamera manchmal nicht fokussiert. Das kann ich nicht kontrollieren, weil ich sehe nichts auf dem Display. Danke DHL. Von daher sind manche Sequenzen ein bisschen unscharf. Tut mir leid. Naja. Ist es so, dass wir, versucht das mal auf der Karte zu zeigen, da ist der Nullmeridian, also der da durch London durchgeht, und vom Nullmeridian 7,5 Grad nach Osten und nach Westen, so weit läuft die UTC-Zeitzone. Und danach immer in 15 Grad Schritten sozusagen immer die nächste Zeitzone. Das heißt, hier bei 22,5 Grad fängt dann schon die nächste Zeitzone an. 22,5 plus 2, 37,5 plus 3. Genau, und hier haben wir unsere Position von gestern, 12 Uhr. Jetzt sind wir auf etwa 34 Grad, also hier etwa. Das heißt, morgen müssten wir dann die Uhren wahrscheinlich, oder können wir die Uhren dann schon wieder weiterstellen. Heute erstmal eine Stunde mehr. Und dann hoffe ich mal, dass das alles so stimmt und ich jetzt keinen großen Quatsch erzählt habe. Ja, es gibt noch so ein paar Besonderheiten, dass die UTC-Zeit, die gilt komischerweise auch hier in Westafrika und in Portugal. Spanien hat wieder dieselbe Zeit wie Deutschland zum Beispiel. Also ist das dann mitteleuropäische Zeit? Nee, ist egal. Die Kanaren hatten eine Stunde Zeitverschiebung. Die Kapverden auch eine Stunde Zeitverschiebung zu UTC und 2 Stunden sozusagen nach Deutschland. Genau, und jetzt haben wir schon 3. Juhu, wir kommen dem Ziel immer näher. Und sonst der Atlantik, nur ja. Der wogt so dahin, aber wir kommen ganz gut voran jetzt, Vorsegel und Großsegel. Mal schauen, wie lange das gut geht, aber bis jetzt prima. Guten Morgen, es ist Tag 7. Ich muss sagen, es geht eigentlich immer besser. Auch mit dem Pennen geht es immer besser. Kannst du wirklich einfach mal so 6 Stunden wegkratzen, ist kein Problem. Und noch besser, ich habe selbst auf See einen grünen Daumen. Ich zeig mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neue Blüten. Ich bin verblüfft, dass die Pflanze das so mitmacht. Was will die mit den ganzen Bitterorangen? Die bricht doch zusammen. Ja, ansonsten sind es noch um die 1550 Meilen. 1563, um genau zu sein. Und das Interessante ist, es ist eigentlich jeden Tag so richtig diesig hier. Das ist natürlich ein Problem, dass uns die Solaranlage nicht so richtig lädt. Und jetzt haben wir noch die Makrele im Kühlschrank. Die müssen wir halt unbedingt futtern. Aber erstmal Kaffee und dann geht's los. Thank you.
das sind mal so ein paar Impressionen jetzt gewesen, wie das auf so einem Boot ist. Und das ist eine Ruhe. Das ist interessant, manche Wellen gehen einfach so durch, bei manchen rauscht es wie verrückt und bei manchen schaukelt es wie verrückt. Das ist echt verblüffend. Ja, aber es ist echt ein angenehmes Segeln. Mal gucken, was das Edmal diese Nacht sagt. Gott sei Dank habe ich einen Kühlschränker, das wäre eine Patentreise gewesen. Gut. Dann bis später. Entschuldigung, wir haben Langeweile. Ich erinnere mich gerade an viele Leute, die uns fragen, wird das nicht langweilig dann, wenn man da also unterwegs ist und was macht man da den ganzen Tag? Ja, da hat man halt hier ein Satellitentelefon, was normalerweise irgendwie 1.500 Euro kostet und einen Vertrag dazu, der 750 Euro kostet. Und dann hat man eine Freundin, die, weil jetzt Angelverbot im Moment herrscht, weil wir haben noch Fisch. Überall einen Köder. Vielleicht wir machen jetzt ein bisschen Kasperle-Theater. Vielleicht liegt es doch am Sundowner. Nee, es ist, ich bin vielleicht einfach müde. Ja, deine Augen, die sind ganz glasig und ganz kleine Pupillen. Ja, Film gehen lieber. Windstärke 5. 5. Dezente Welle. Oh, 7,5 Knoten, ey. Das ist so Hammer. Ja. Doch, es sind 7,9. Guten Tag. Ich habe gar nichts an. Warte, ich ziehe mir was an. So. Guten Tag. Jetzt fang ich nochmal an. Guten Tag. Also guten Mittag irgendwie langsam. Und wir haben gestern echt tolles Edmal hingelegt von 133 Meilen. Natürlich mit Schmetterling und Vorsegel. Beide also mit Bullenstander und ausgebaumt. Und dann hat sich irgendwann in der Nacht der Martin mal ins Bett gelegt und die Claudi sollte einfach nur ein bisschen aufpassen. Und anderthalb Stunden später rüttelt es am Martin und die Claudi sagt, wir haben uns rumgedreht. Und da dachte ich erst so von Kiel oben, aber nee, also 180 Grad in die andere Richtung, also einen Sonnenschuss hingelegt sozusagen, aber die neue Bundstatter Konstruktion hat das halt alles vermieden, dass es hier richtig scherbelt in den Rick. Und natürlich durfte Martin dann mitten in der Nacht erstmal das Großsegel reinholen, das haben wir so notdürftig gemacht. Dabei habe ich dann auch noch, ach Gott, das ist schon ein Mastrutscher rausgefädelt, der uns rausgeruppt hat. Ja, und jetzt fahren wir hier so schön dahin. Wir haben heute ordentlich Wind, also nicht ordentlich, mehr, aber über 20 Knoten. Mal gucken, ob wir das Edmal noch überbieten können. Na klar. Es ist auf jeden Fall, finde ich, heute ziemlich warm. Ja. Deswegen habe ich auch kein T-Shirt an. Warm war es jetzt die erste Frage nach. Ja. Ja gut, und jetzt kommen die Pflichten einer Crew und des Skippers, Video schneiden und Logbuch schreiben. Ne? Also viel mit Entspannung hat das Ganze ja nicht zu tun. Ne? Das ist sauer anstrengend. Du kommst irgendwie, hast Termine. Fast wie auf Arbeit, ne? Ja. Apropos auf Arbeit. Herzliches Beileid an alle, die heute wieder ins Büro müssen. Zum ersten Arbeitstag des neuen Jahres. Erster Montag. Das sind auch alle Brückentage und Resturlaubstage verbraucht, die man so mit einsetzt übers neue Jahr. Tja, ach, das tut uns aber leid, oder? Oh. Okay, na, dann bis später.
Tschüss. So, Hanni, was machst du denn Schönes? Brotbacken. Weil wir eigentlich seit Portugal kein Schwarzbrot mehr gegessen haben. Stimmt, das ist echt, das ist selbst normales Brot. Auf dem Cabo Verde haben wir eine ganze Weile gesucht, ne? Ja, also es gibt halt so Weißmehlzeug, Hanf, aber so für eine schöne Brotzeit ist halt irgendwie so ein Bauernbrot schon was Besseres. Nee, also irgendwie außerhalb Deutschlands hat die Kinder so richtig Ahnung zum Brotbacken. Das sieht anstrengend aus. Man muss den Teig falten. Wird die Küche da am Büfer gar nicht gewohnt sein. Nee, das ist jetzt selber gemacht, das ist keine Fertigbrot. Ach so, das ist selber gemacht. Ja. Da gibt's so Tütchen. Ach ja, stimmt, ja. So ein Natursauerteig. Stimmt, das habe ich in der Kühlbox, habe ich das von A nach B immer geräumt. Du musst ihn zudecken, dass er nicht friert. Und da gebe ich dir jetzt die Kamera und du filmst, wie der aufgeht. Nein. Gucken wir mal, ob das was wird. Ja. Aber es hat ja schon ein paar Mal funktioniert. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, es ist halb sieben. Halb sieben eigentlich. Ja, wir heizen nur durch die Zeitzone wie die Bekloppten. Oder die Selene macht das. Oh, hast du uns Rohr bestellt? Es hat zweimal geregnet heute Nacht. Zweimal schon? Ja, aber nur geregnet. Wieso regnet das bei dir und bei mir nicht? Aber sonst alles gut, nichts passiert. Nie rumgedreht. Kein Schiff nicht rumgedreht. Patenthalse, Patentwende. Auch nicht so viel. Schuld und Mast brauchen, nee, was steht noch? Da, ich habe SMS bekommen. Deine Pakete sind da. Nee, die sind weg. Die sind weg? Ja. Die weg. Entschuldigung, ich bin noch tierisch müde. Die Paketverfolgung hat irgendwie ergeben, dass die weg sind und die Versicherungssumme wird bezahlt. Also alle das beide. Erste mit der Kamera ist definitiv weg. Das zweite ist noch in der Mache. Okay. Ja, ach so, was haben wir denn heute? Seetag Nummer 9. 9? Ach, echt? Und wir haben noch 1301. Also wir haben schon 900 Meilen haben wir weg. Reichlich. Also du brauchst bloß sagen, wenn du nicht gefilmt werden willst, du brauchst für dich nie aus dem Bild zu stehen. Ja, es schwankt jetzt so zwischen 7 und 11 Tagen. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Also 7 Tage werden wir nicht schaffen. Da müssten wir ja hier mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 7 halten. Also wenn wir gut sind, schaffen wir es unter 20. Ja. Cool. Message sent, okay. Message ist raus. Das war eine Nachricht an deine Mutti. Mann, heute ist eine Welle. Mutti möchte wissen, ob wir nach St. George's oder in die Brickley Bay fahren. Ich würde sagen, erstmal ankommen, oder? Erstmal ankommen, ja. Also, wenn der Wind jetzt jeden Tag eine Windstärke zunimmt, haben wir dann dort Windstärke 15 oder so. Das sind wir ganz schön schnell da. Ja, heute ist echt, uiuiui. Dafür mal richtig Sonnenschein. Weil früh war es ganz schön diesig und neblig und trägerisch. Was ich gestern schon gesagt habe, wir haben bisher noch nie nicht einen richtigen Sonnenaufgang gehabt. So mit Sonne geht wirklich über dem Horizont auf. Und auch nicht, dass es mal so richtig einen Sonnenuntergang gegeben hat. Bis Mittag auch so ein bisschen diesig und dann haben sich die Wolken verzogen und dafür kam der große Wind. Ja. Gute Windstärke 5 bis 6, würde ich sagen. Ja, so an die 30 Knoten in Böen. Und eine 4 ist angesagt. Und das soll dann nochmal auf eine 5 steigen. Da bin ich schon mal gespannt, was dann passiert. Was? Ja, ich gehe dann einfach ins Bett, wenn es losgeht. Aber jeder Selbststeuermann, der hat schon ganz schön zu kämpfen. Ich stelle ein bisschen irgendwann mal essen. Ja.
Ach so, und was auch noch ist, seit ein oder zwei Tagen sind hier solche Algenbatzen schwimmen hier rum. Das werden auch immer mehr. Und die Wassertemperatur wird immer wärmer. 28 Grad. Jetzt sind wir bei 28 Grad, ja. Guten Abend. Es sind noch 1215 Meilen. Wir haben gestern eine super App mal geschafft. 139 Meilen. Wäre sicher auch noch mehr gegangen, aber der Wind war so böig, das Boot hat so gerollt dann. Und jetzt steht auch noch eine ziemlich tierische Welle draußen. Was ich aber mal sagen wollte eigentlich ist, es ist echt interessant, so eine Fahrt. Wenn man jetzt auf der Karte guckt, denkt man ja, das Stück zwischen Afrika und Brasilien oder Karibik, das ist jetzt gar nicht so weit. Aber wenn man hier unterwegs ist, es ist echt ein Stück. Es ist echt ein Stück. Wenn man das sieht, das 2200 Meilen, das sind halt irgendwie ja, 3900 Kilometer. Und das Boot fährt die ganze Zeit Vollgas im Moment. Also seit Tagen. Also eigentlich mit Rumpfgeschwindigkeit. Und die Meilen purzeln und purzeln und purzeln. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Also gut, es sind noch 100 Meilen etwa, da haben wir die Hälfte. Das ist schon interessant. Das ist echt interessant. So, guten Morgen. Ja, man kann schon sehen, heute ist ein bisschen mehr los hier draußen. Es wird zwar langsam hell, aber hier zieht eine Regenfront nach der anderen. Und ja, dementsprechend hoch ist die Dünung. Uns hat es heute Nacht ganz schön durchgeschaukelt, also schlafen ist gerade nicht wirklich möglich. Der Wind, der pendelt gerade so zwischen 20, 25, geht auch mal in Böen auf 30 hoch. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Oh je, jetzt schauen wir uns gerade wieder. Der Wind, den wir am Anfang zu wenig hatten, den kriegen wir jetzt zu viel. Als Bonus. Also wir haben jetzt gerade nochmal gerefft. Wir haben im Moment, würde ich sagen, jetzt hat es gerade wieder abgenommen, aber immer gerade hatten wir gute 30 bis 35 Knoten Wind. Also 30 normal und 35 in Böen. Hat sie dann vorne noch einen Spielbar aus dem Mast ausgehackt. Aber zum Glück ist es sehr hell. Aber das ist das Richtige, um früh, du wirst wach und als Morgensport, um munter zu werden, ist das perfekt eigentlich. Aber es ging nicht mehr mit dem. Selbst mit dem gerefften Segel, das hat ständig angeluft. Und ja, mal gucken, ob es das Bitter-Orangenbäume überlebt. Das hat auch eine leichte Salzwasser durch abgekriegt. Haben wir erstmal abgespült. Ja. Vorsicht, Vorsicht, sicher was halten. Lustig ist, auf den Videoaufnahmen sieht das alles gar nicht so aus, weil wenn ich die Kamera still halte, sieht das so aus, als würde es gar nicht schaukeln. Also ich stehe hier so langsam im Spagat. Warte, ich helfe dir. So. Ich meine, wir fahren 6 bis 7 Knoten. Ich kann mal die Menge an Segel filmen. Echt Wahnsinn, wie da wenn Tag kommt. Also noch Frost. Ob ich nochmal Wetterbericht ziehe? Mhm.
dezente Welle, würde ich sagen, oder? So, guten Abend. Es ist jetzt, kurz vor Mitternacht und wir haben die Hälfte geschafft. Wir haben über die Hälfte geschafft. Es sind noch 1079 Meilen. Yay! Ja, Bergfest ist heute ein bisschen ausgefallen, weil es war heute noch ein bisschen mehr los als die erste Woche. Man hat es vielleicht im Video von Martin gesehen. Im Moment nimmt die Welle gerade ein bisschen ab. Ab und zu trifft uns auch mal noch eine große Welle, aber es läuft schon viel ruhiger. Jetzt heute Nachmittag waren wir bei, keine Ahnung, es lässt sich immer schwer schätzen, aber ich würde sagen schon 5 Meter, 6 Meter vielleicht Welle. Interessant. Also Respekt einflößend. Nee, um ehrlich zu sein, ich hatte schon, als es losging, doch Angst. Läuft es seit 24 Stunden so und die Selene geht echt super gut über die Wellen. Hat sich alles ein bisschen beruhigt. Der Wind hat jetzt auch gerade nachgelassen. Ich würde sagen, es sind jetzt so 20, 25 Knoten. Heute Nachmittag waren es gerne mal 35. Also insgesamt jetzt ist zwar der 10. Tag auf See, aber eigentlich sind wir 9 Tage, 9 mal 24 Stunden jetzt unterwegs. Und dann nochmal 7 oder 8 Tage dazu. Das heißt, wir würden deutlich unter 20 Tagen bleiben. Der Wetterbericht sagt, oder die Sailgrip-Daten, die Martin heute nochmal gezogen hat, sagen, dass es für heute, also heute der vergangene Tag und morgen, Windstärke 5 sein soll. Und dann aber so langsam wieder auf eine 4 runtergeht. Gut, es war dann halt heute eine Windstärke 6 in Böen 7. Vielleicht auch mal kurz eine 8. Und ja, wenn sich es jetzt schon wieder ein bisschen beruhigt, dann wäre das gar nicht schlecht. Hauptsache keine Flaute. Aber so wie die ersten 4-5 Tage, das war eigentlich ziemlich geil. So könnte es gerne nochmal sein. Und ansonsten, ich kann halt irgendwie das Wetter gar nicht so richtig einschätzen. Ich habe gedacht, dass Passatsegeln halt stetischer Nordostwind, irgendwas zwischen 3 und 5 bevor, vielleicht auch mal eine 6, 7, wenn so ein Squall durchzieht. Aber direkten Squall haben wir noch nicht gehabt, immer mal so Regenschauer. Starkwind halt andauernd und nicht einfach nur, weil man eine Schauerzelle durchzieht. Und ansonsten im Moment sternklarer Himmel, Vollmond. Also man würde auch sehen, wenn was aufzieht. Was ist denn hier los, Alter? Und ja, vielleicht noch 1-2 Tage. Ein bisschen ein unangenehmes Segeln ist, aber dafür sind wir schnell unterwegs. Genau. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Martin schläft erstmal. Der hat letzte Nacht, glaube ich, nur so 2-3 Stunden Schlaf bekommen. Ja, aber irgendwas wird bestimmt in 2 Stunden sein, dass er wieder aus dem Federn geholt wird. Gucken wir mal. Also bis morgen dann. Tschüss! Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz die Sequenz eben gerade mit diesen dezenten Wellen. Ich denke mal, das ist mal ein Video, wo ganz gut rüberkommt, wie hoch die Wellen wirklich sind. Das waren gestern etwa schon die großen, so 5-6 Meter würde ich sagen. Und das Problem ist, dass der Wind gestern zwischen, ich würde sagen, 25-35 Knoten immer so hoch und runter ging. Und natürlich muss man dort nicht einreffen. Das Problem ist, dass man mit so einem Boot nicht zu schnell lernen sollte oder darf. Ansonsten wird es nicht mehr steuerbar. Das kann man ein bisschen vergleichen wie mit einem Passagierflugzeug, was konstruiert ist, dass es nie Überschallgeschwindigkeiten erreichen soll. Das wird wahrscheinlich alles einfach auseinanderfallen. Genauso ist es mit so einem Schiff, mit so einem Segelboot im Speziellen.
dass es halt dass es immer in der Verdrängerfahrt bleibt. Und bei Selene ist das so, lässt sich ausrechnen, die Wasserlinienlänge zu Breite, da gibt es ja noch Fuhrmühle und Korrekturfaktor, da kann man das alles einsetzen und dann kommt man bei Selene drauf, dass die Rumpfgeschwindigkeit etwa 7,01 Knoten oder 7,02 Knoten beträgt. Und die Sache ist halt, wenn man so einen böigen Wind und dann noch so eine hohe Welle dazu hat, dass wenn das Schiff sozusagen über die Welle dann in das Tal runterfährt, man doch deutlich über die Rumpfgeschwindigkeit kommt und dann am Ruder einen Strömungsabriss kriegt und das Boot nicht mehr steuerbar wird. Und wenn die passende Welle und Böe halt eintrifft, dann schlägt das Schiff quer. Und das hat man dann meist mit einer ordentlichen Schräglage das zu tun. Also das kennt ihr jetzt, das war noch weit entfernt davon, aber es ist halt dadurch sehr, sehr unangenehm, irgendwas unter Deck zu machen. Also man ist ständig irgendwie auf der Hut, man kann nirgends was hinstellen oder irgendwie was machen, weil es kommt ständig alles geflogen, wenn man so eine Welle einschlägt. Und es war gestern zum Teil so, dass meine Solarpanel, die oben an der Reling dran sind, im Wasser eingetaucht sind. Ja, da kann man sich vorstellen, das sind dann so etwa, weiß nicht, 60 Grad Schräglage. Und das macht es halt enorm anstrengend. Natürlich ist es dann auch mit Schlafen und so ganz schön schwierig. Und ich hoffe, dass das halt ein bisschen moderater wird. Wir haben immer noch das Reff drin und der Wind dreht schon wieder auf. Vorne ist es schon wieder 6 Knoten, über 6 Knoten. Ich würde sagen, wir warten mal, bis es hell ist und dann überlegen wir mal, ob sich der Wind ein bisschen normalisiert. Das ist eigenartig. Ich habe Wetterdaten geladen. Es ist hier weit und breit nichts zu sehen von irgendeinem Hoch- oder Tiefdruckgebiet, was irgendwie uns diese wechselhaften Wind beschert. Meiner Meinung nach ist es für die Passatwindzone untypisch, dass sie so schon komischen, dass der Wind hier so böig ist. Naja, es sind noch 1058 Kilometer Seemeilen. Bis später. Aber wir kommen schon irgendwann an. Tschüss. So, 1000 Meilen noch, juhu! Geil! Sonnenaufgang hier auf dem Atlantik. Bisher waren morgens immer so viele Wolken, so ganz dicht am Horizont, dass man die Sonne leider gar nicht so richtig sehen konnte. Aber heute ist so schön. Ach Mensch. Cool. Ja, die Richtung, wo die Sonne jetzt aufgeht, liegen etwa 1300 Meilen zum Festland und in die Richtung, in die wir fahren, sind es jetzt noch ungefähr 900. Kommen dem Ziel immer näher. Sehr schön. Genau, und der Wind hat sich auch ein bisschen eingependelt. Es sind irgendwie so 20, 25 Knoten, wenn es mal ein bisschen aufbriest. Meistens genau dann, wenn eine große Wolke über uns ist. Wir sind nicht mehr ganz so schnell. Wir haben heute über Nacht ein kleines bisschen eingerechnet. Ja, einfach um ein bisschen mehr Ruhe zu haben und ja, dass wir halt nicht wegen jeder Wolke noch auf müssen, dann treffen, wieder ausreffen
Wellen sind halt immer noch da und es schaukelt wie verrückt. Aber alles kein Vergleich zu gestern und vorgestern. ja, oder es relativiert sich dann alles, wenn man sieht, es geht auch noch höher und auch das ist zu überstehen. Ach man, da oder heute ist echt super schön. Ah, ich bin nicht. Guten Morgen. Im Gegensatz zu anderen Informationen, heute ist der 12. Tag, und heute scheint zum ersten Mal die Sonne. Ist es schön, oder? Ja, also das erste Mal die Sonne ab frühmorgen, ab aufgehen. Also es ist gut, dass die Claudi mich filmt, weil ich sehe dann auf dem Video, ob hinter uns das Qual anrückt. Ja. Es sieht nicht so aus. Aber dieser böische Wind hat halt, ja, ist halt vorbei. Video ist praktisch bis jetzt schon hierhin fertig. Das macht immer so peu à peu. Das ist dann nicht so viel Arbeit. Bloß gucken, wie ich das Ding heute hochkriege. Spiel für eine Länge. Ohne Werbung. Gestern war es etwa, glaube ich, so. Ich habe noch nie richtig geguckt, aber ich würde es auf 130 Meilen. Auch nicht schlecht. Und jetzt sind es noch, ich sag mal, 908 Meilen, etwa 905. Also sind wir mit uns gleich da. Na, das ist jetzt die Entfernung, die wir von den Kanaren zu den Kapverden gefahren sind. Und das haben wir ja auf einer Arschbacke runtergerissen. Ja, mittlerweile purzelt es ja jetzt jeden Tag eine 100er Stelle, und aber ein bisschen mehr als eine 100er Stelle. Also das schiebt sich so immer weiter nach vorn. Ja, und da denken wir mal, werden wir am 18. etwa anfallen. Oh, da wird die Claudi aufgeregt sein, dann habe ich die Kamera in der Hand die ganze Zeit. Oder? Du wirst da nicht aufgeregt sein? Nein, überhaupt nicht. Ich denke auch, es ist schon vorbei, schade. Bart nervt. Alles gut. Sieht doch bestimmt jetzt schon aus wie Grübezahn mit dem kahlen Bart, oder? Ja, es wird langsam. Angenehmes Passat-Segelwetter. Sonne, ganz stabiler Wind, Welle auch normal. Ja, so kann es eigentlich weitergehen. Macht Spaß, macht echt Spaß. Genau, jetzt so sieht man im Hintergrund, wie die Sonne langsam untergeht. Wird so weg in einem Schlaf. Ja, und dann geht es wieder durch die nächste 12 Stunden Nacht. Mal hoffen, dass hier irgendwie noch so eine Unwetterzelle auftaucht, aber im Moment sieht es nicht so aus. Was auch eigentlich interessant ist, wie
Also bei mir ist es jedenfalls so, wie Fühlgeschmack für Windverhältnisse und so. Also selbst wenn ich hier da sitze und meine Kopfhörer im Ohr habe und selbst die Augen zu habe, spüre ich, ob der Wind sich ändert. Also das liegt nicht daran, dass der Windgenerator dann aufheult oder sonst was, sondern es ist einfach, selbst wenn ich unten sitze, spürst du das einfach. Das ist verblüffend. Also wenn es anders schaukelt, weil die Welle von der anderen Seite kommt, weil der Wind auf einmal dreht, das ist eigentlich ganz gut so. Das ist so ein Traum, halt nicht ständig irgendwie gucken, sondern wenn es kommt, dann kommt es und man kriegt es meist mit. Guten Morgen am Tag Nummer 13. Ach, heute Nacht war es extrem schaukelig, oder ist es immer noch irgendwie der Wind kommt überhaupt nicht konstant, also irgendwas zwischen 17 und 25 Knoten. Deswegen sind wir heute Nacht noch so im ersten Ref gefahren. Aber wir haben halt noch eine ganz schöne Welle gestehen, die das Schiff halt extrem ins Rollen bringt. Also sobald der Wind mal ein bisschen abflaut und die Fahrt aus dem Schiff geht, schaukelt sich das natürlich alles extrem auf. Da türmt sich gerade schon wieder ein bisschen was auf. Mal gucken, was da kommt. Ich zeige euch mal kurz, wie die Sonne aufgeht. Das ist voll schön. Und wenn ich es jetzt schaffe, hier mal rauszukommen. Jawohl. Ja, das ist schon mal. Jetzt weiß ich da auch, wo der viele Wind herkommt. Und wellig. Wobei im Moment geht's. Soll ich die Musik ein bisschen runter? Nee, dass wir dann einen Streik drauf. Guten. Ja, Copyright-Streik. Guten Morgen. Es ist kurz vor 10 am 13. Tag. Es sind noch 1200 Meilen. Nein. Es sind noch 770 Meilen. Etwa. Nur noch, ja. Also Endspurt. Die Nacht hier war ab um zwei etwa zogen dann ein paar dunkle Wolken auf. Da habe ich dann gerefft. Und als dann die Böen so an die 35 Knoten erreicht haben, aber nochmal gerefft, dann ist der Wind eigentlich die ganze Zeit total böig gewesen. Habe ich so das Gefühl gehabt. Also wir sind die ganze Nacht im Reff gefahren. Jetzt haben wir ein bisschen ausgerefft, damit wir schneller werden wieder. Und jetzt. Man braucht ja bloß hinter mich gucken, wenn da keine Wolken sind, keine dunklen Quellwolken, dann kann man auch ungerefft fahren. Aber wenn jetzt so ein Ding kommt, das ist ziemlich ungemütlich und es regnet dann halt auch immer sofort zu. Und ja. Aber der Regen ist an sich schön warm. Der Regen ist an sich schön warm. Also ja, mir wäre es lieber, wenn es mal richtig krachen würde und dann wäre es wieder so wie jetzt. Anstatt dass alle 5 Minuten oder alle Viertelstunde so eine Wolke eins kommt und dann ändern sich die Wellen auch, die kommt dann irgendwie auch aus allen möglichen Richtungen und das schaukelt und schwankt ohne Ende. Ja, das ist wahrscheinlich auch normal hier. Ne? Das kleine Bitterorangenbäume, das hat erstmal ganz schön viele Blätter geworfen. Sieht ein bisschen zurück, da ist jetzt mal gucken, was passiert. Aber an den Blüten hält es fest. Ihr sagt hier Überlebenskampf, ich muss hier Fortpflanzung meiner Art sichern. Mal gucken. Ich nehme es jetzt nachts immer rein. Genau. Und die Claudia, die hat schön Nachtwache gehalten. Ab um 2 etwa, würde ich sagen. Ja, halb 3. Halb 3. Bis um 7. Dann habe ich den Martin rausgehauen. Ja. Und zum Glück haben wir das nicht gefilmt. Das war ganz schön viel geplappert wieder. Das war ein Theater. Das war ein Theater, ja. Vor allen Dingen lag ich falsch rum im Bett und da war das Problem, die Beine auf die andere Seite zu kriegen, um aufzustehen. Ah, das habe ich gekämpft. Ui. Mein Bart geht mir langsam viel auf den Sack. Sieht bestimmt aus wie Rübezahl, oder? Könnte Weihnachtsmann langsam machen. Ja, Weihnachten ist vorbei, da müssen wir noch im Jahr fahren.
Na, oder vielleicht in Russland. Die feiern doch so spät erst Weihnachten. Am 7. ist es, glaube ich, schon. Ah, das sind wir auch schon früh. Haben wir schon früh verpasst. Ja, man sieht es, ob es ein bisschen hoch und runter geht. Wahrscheinlich sieht man es auch in dem Video. Oh, Schaukelschild. Ja, ein bisschen Windschutz gebaut für die Kameras. Mal gucken, wir filmen jetzt genau gegen die Windrichtung durch. Mal sehen, ob man da überhaupt was versteht im Video. Ja. Gut, das wär's eigentlich erstmal. Muss ich jetzt auf Stopp drücken? Nee, das ist jetzt wie hier, wenn Sie in die Tagesschau. Vergessen, den Teleprompter auszuschalten. Den Schnitt verpassen und dann steht der Reporter nicht da. Moderator? Der Moderator ist da. Der guckt in die Kamera. Und ordnet seine Papiere. Wenn dann versucht er mal so ein bisschen hinter vorbei an die Regie zu gucken, dann Leute. Wenn die Schalte nicht klappt. Ja. Und dann das falsche Video. Ja. Tun sie irgendwas von der Gartenschau, von der Landesgartenschau erzählen und dann explodierende Gebäude, Kriegshandlungen. Ja, das war jetzt wohl der falsche Einspieler. Den reichen wir später nach. Den reichen wir später nach, genau. Aber wir haben noch relativ gute Laune. Ja. Claudi, die sieht schon hier oben fallen ein bisschen. Ich glaube, die langsam ankommen. Ich bin müde. Na, dann geht doch ins Bett. Ab nee, ins Bett. Nein, nee, ich finde, man merkt es jetzt langsam schon. Es sind jetzt fast 14 Tage. Ja. Und irgendwie schlaucht's doch. Also dieser Schlafrhythmus mit irgendwie 4 Stunden mehr schlecht als recht nachts und tagsüber mal so ein bisschen pufen. Ich muss sagen, das Schlafen nie unbedingt, aber dass das Boot halt ständig in Bewegung ist und auch zum Teil, also nicht bloß immer links, rechts, sondern so ganz unregelmäßig. Es kommt manchmal so eine Welle, da hält man irgendwie alles fest, das kommt dann alles geflogen, obwohl man denkt, man hat alles irgendwie so verstaut, dass es halt nicht geflogen kommt. Ja, aber mittlerweile sind wir schon Verstauprofis. Also im Gegensatz zum Anfang, was da alles geflogen kam. Ja, es ist auch unter Deck relativ ruhig. Ja. Also auch das eine laute Knarzgeräusch, das habe ich jetzt auch mittlerweile gefunden und gehoben. Ja, hat man halt dann Zeit, das zu suchen, stundenlang. Das ist halt so, ne? Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen des Lebens, dass die Sache, Junge, ernsthaft auf meine alten Tage. 40 Jahre lang nur so ein bisschen in der Ostsee gedümpelt und jetzt muss ich noch über den großen Deich. Vielleicht aber das machst du gut, machst du sehr gut. Ja. Nee, also unsicher fühle ich mich auf dem Schiff hier. Nee. Also selbst wo hier die Nacht der Wind ordentlich aufgedreht hat, muss es halt treffen. Auch mit der Reffkonstruktion, mit dem Spielbaum, das funktioniert 1A. Das habe ich sogar hingekriegt zu reffen, ohne dass die Claudi wach geworden ist. Ja. Also das ging gut. Wenn man sich das ein bisschen vorbereitet, kann man das auch so aus der Hand alles ziehen. Es geht. Ohne zu wünschen. Das ist da. Folge, Wasser. Wasser. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das fängt mit W an. Und ich meine was ganz anderes, als du jetzt denkst. Nicht Wolke oder Wasser. Welle. Welle. Oder Windkurbel. Ich spüre was, was du nicht spürst. Wind? Hey. Wo sind jetzt die Fregattkurbel hin? Nur wenn wir die filmen, dann sind die weg. Ja, das sind Auflöscher. Ich hab's extra nie gesagt, dass die Wolke aussieht wie ein Blumisch. Gut, ich stoppe. Das ist die Sonne. Ja. Auf meinen großen Zeh. Ja. Das ist halt 14 Tage auf See, da irgendwann wird man ziemlich blöde. Ja.
Guten Morgen. Es ist 2:30. Es sind noch 674 Seemeilen. Und es ist eine ziemlich schaukelige Luft. Wir haben uns gestern schon gewundert, dass irgendwie den ganzen Tag das Schiff so eine unruhige Lage hatte. Und uns ist dann irgendwann abends aufgefallen, dass eine Welle von hinten kommt, die Passatwelle, und eine Welle direkt von quer. Und die hat das Schiff zum Teil ganz schön rollen lassen. Und in der Nacht geht es natürlich jetzt hier weiter. Nur, dass jetzt der Wind noch etwas aufgedreht hat dazu. Da liegt jetzt im Moment so bei immer so 20 bis 30 Knoten. Es geht immer so auf und ab, was natürlich das Ganze noch ein bisschen begünstigt. Gestern Abend, kurz vorm Abendbrotessen, ist hier eine Welle von der Seite an die Bordwand geklatscht. Das sind bestimmt hier hunderte Liter Wasser durchs Cockpit seitlich so von links nach rechts geworfen worden. Deswegen sitze ich halt auch draußen drin. Ja, mal hoffen, dass es wirklich morgen mal ein bisschen wieder ruhiger wird, weil irgendwie was gestern war. Entschuldigung, gestern war es so anstrengend. Und dann abends vor allen Dingen. Na gut, das wär's jetzt erstmal. Ich film dann wieder beim Sonnenaufgang. Ne? Jo, wieder 30 Knoten. Toll. Guten Tag. Ja, da kann man sich ja vorstellen, wie die Nacht war. Ein elendes Geschaukel. Windreich, windreich, windreich. Und jetzt geht das ja am Tag genauso weiter. Dazu noch die eine oder andere Regenzelle. Wie eben jetzt gerade auch. Und so, heute ist es extrem schaukelig. Wie gestern eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin noch so hundemüde. Beschissen geschlafen halt. Ja. Aber auch das geht vorbei. Die Claudi, die sitzt bloß hinten und programmiert ihr Handy und hat gerade gesagt, nur noch 5 Tage. 5, echt? Ach, das sind ja immer noch über 600 Meilen. Kommt jetzt keine Reaktion. Das ist bloß hier so. Der Schweigefuchs. Der Schweigefuchs guckt mich an. Oh, dieses Geschock. Ich werde jetzt gleich mal das Lesegel am Navigatorsitz ausprobieren und dann meinen Rechner anschmeißen und mal ein bisschen am Video rumbasteln. Ansonsten kriege ich heute hier eine Macht. Denke ich. Beschreib mal unseren Segeltag heute. Ich lese mal kurz was vor, ja? Ja. Obwohl eine Atlantiküberquerung immer eine Menge Vorausdenken und Planung verlangt, ist dieser Reiseabschnitt meist der sorgenfreiste der gesamten Atlantikrunde. Die Passatwindroute wird nicht umsonst als Barfußroute genannt. Das größte Problem während dieser mehreren Wochen dauernden Überfahrt ist die Aufrechterhaltung der Moral innerhalb der Crew. Steht hier. Diesen Abschnitt, viele, die von einer Rundreise um den Nordatlantik zurückkehren, betrachteten diesen Abschnitt im Nachhinein als den Höhepunkt der Reise. Es ist ein absolutes Highlight. Nee, wir haben jetzt seit gestern steht aus Norden irgendeine alte Dünung, ein zusätzlicher Schwell, der hier Kreuzseen verursacht. Ja. Und wenn die
normale Nordost-Passat-Dünung, die halt heute mit, naja, wie viel haben wir, so 20, 25 Knoten Wind, 25, mal in Böen 30, wenn man so ein kleines Schauerchen durchzieht, die verursacht halt auch schon eine Welle von, ja, gut 3-4 Metern Höhe. Und wenn dann diese Kreuzsee-Dinger noch dazwischen haken, dann schabelt es hier ganz schön. Und das geht seit gestern, also auch schon die ganze Nacht. Ja. Und es ist echt Sackgang hier unten. Es schabelt, quietscht, knarzt, man traut sich nichts zu essen zu machen und auch nicht wirklich ins Cockpit zu kommen. Vorhin sind hier mal zwei so Wellen eingeschlagen. Die eine ist quer durchs Cockpit geschossen, also das Cockpit war nicht nass, aber die Welle, die ist unter das Solarpanel und hat sozusagen diese 50 Liter Wasser oder 70 oder wie viel das waren, einfach mal das Solarpanel von Deck gespült. Naja, und es scheint zwar gerade noch zu gehen, aber die Welle schien mir auch der Todesstoß für Martins Kamera gewesen zu sein. Mal gucken. Weil die dann aus dem Regal geschabelt kam. Also heute haben wir es echt satt. Die Moral der Crew ist heute, sagen wir mal, an ihrem aktuellsten Tiefpunkt angelangt. Nee, also einfach nur müde. Im Moment macht es einfach keinen Spaß. Man weiß nicht mehr, wie man liegen soll. Kommt sich ein bisschen vor wie so ein Harzer irgendwer, der den ganzen Tag nur auf dem Sofa hängt. Aber rausgehen ist keine Option, angeln ist keine Option, aufs Vordeck geht man wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Es ist echt anstrengend. Und ich weiß halt auch nicht, wie lange das mit diesen Kreuzsehen geht, also ob das noch mehr wird oder ob das irgendwann mal aufhört. Ich habe vorhin gelesen, dass es um die Jahreszeit auf dem Nordatlantik auf der Passatwindroute sehr konstant zugehen soll, irgendwas mit 15 bis 25 Knoten. Es kann halt mal sehr viel werden, wenn so ein Gewitterschauer durchzieht. Dann geht es halt mal auf 30 und danach ist Flaute. Aber seit wir los sind, wir hatten nicht einmal Flaute. Wir hatten zwar viele. Ganz am Anfang. Ja, gut, der erste Tag, da hatten wir gar keinen Wind. Aber wir ziehen zwar immer mal so Regengüsse durch. Da geht es dann mit den Windgeschwindigkeiten schon noch ganz schön hoch. Aber von Flaute ist ja echt nichts zu merken. Wir fahren mit der halben Genua im Moment 6 Knoten. Ja. Und wenn der Wind noch mehr zunimmt, was er jetzt meistens getan hat am Abend, dass er dann wieder einen Windsteiger draufgelegt hat, treffen geht zwar noch ein bisschen, aber irgendwann sind wir halt mit der großen Genua jetzt dann auch langsam am Limit. Hätte ich das gewusst, hätte ich die 100% Fock drauf gemacht. Ja. Aber wir gewesen. Haben ja einen sehr zuverlässigen Wetterdienst. Für Windstärken. Den haben wir uns gestern noch mal angeguckt. Der sagt jetzt 4 Windstärken für die nächsten 3 Tage. Also wenn das eine Windstärke 4 ist und wir das noch die nächsten 3 Tage haben, dann fress ich einen Besen. Dann bin ich mit meinen Nerven am Ende. Also heute muss ich sagen, zählt es nicht unbedingt zum Höhepunkt der Reise. Es ist einfach ein heiter Wind. Also selbst nachts macht der Windgenerator so viel Strom, dass wir unsere Akkus nach der Nacht voller sind, als bevor wir in der Nacht reingegangen sind. Ja, und heute früh hat der Windgenerator abgeschaltet, weil die Akkus voll waren. Heute früh hat der Windgenerator abgeschaltet, mit Wind von hinten, muss man dazu sagen. Normalerweise sind die Windgeneratoren recht ineffektiv, wenn man Firmenkurs fährt, aber im Moment. Ja, als Claudi gestern Nacht ins Bett gegangen ist, da kam so eine ordentliche Schauerzelle durch, da habe ich gerefft und dann nochmal gerefft. Und dann traut sich eigentlich gesagt gar nicht mehr auszureffen so richtig. Ja. Wir fahren halt echt den ganzen Tag mit der halben Genua und das Boot, das schiebt sich durch die Wellen, das ist Wahnsinn. Ja, also wir sind schön schnell, das ist schon ganz gut. Also kratzen immer gerade so an der Rumpfgeschwindigkeit. Aber das Problem ist halt, dass wenn so eine große Welle kommt, die schiebt das Boot halt einfach rum. Ja. Dann stehst du mit der Nase plötzlich irgendwie 90 Grad zum Wind, es schabelt, kracht, rumst. Der Herbert kriegt das zwar alles ganz gut hin, das wieder zurückzusteuern, aber es ist halt, es ist scheiße. Deswegen haben wir heute nicht so viel gefilmt. Ja, eigentlich gar nicht. Ach stimmt, und heute Morgen wollten wir filmen und dann hat sich aber Neptun als erstes mal Martins schöne Kaffeekanne geholt.
Ja, das Arschloch. Wenn jemand Martin ärgern will und es dauert lange, bis Martin mal laut wird, dann ist die beste Gelegenheit, bevor er seinen ersten Kaffee früh getrunken hat, gleich irgendwas kaputt zu machen. Und das war heute früh. Ich hab die Scheißkanne 3 Sekunden auf die Spüle gestellt, auf die Anti-Rutschmatte, um etwas Platz in der Spüle zu schaffen, um einfach das Geschirr. Und in dem Moment schlug eine Welle ein und die kippte einfach so kling um und ja. Und da war sie kaputt. Oh, da hab ich gemerkt. Oh, hab ich gemerkt. Da ist er gleich nochmal ins Bett gegangen. Da bin ich da nochmal ins Bett gegangen. Da hab ich gesagt, da gibt's halt keinen Kaffee. Oder es gibt türkischen Kaffee oder wie auch immer. Ja. Ja, okay. Aber auch das wird vorbeigehen. Nur noch 5 Tage. Ja, nur noch 5 Tage. Ich krieg hier langsam die Macke. Jetzt haben wir schon wieder über 30 Knoten. 35 eben grad. Mann. Ach ja, guten Morgen. Guten Morgen, es ist um 12. Sorry für den Ausbruch, aber der Passatwind, der geht mir langsam vom Zeiger. Also da bin ich der Meinung, da hat man stetigeren Wind, wenn man im April oder im Herbst auf der Ostseesegeln geht. Jetzt hat der Wind eben gerade aufgedreht auf ja, 38 Knoten knapp. Ich habe es bloß gesehen an der Ladeanzeige, dass der Windgenerator auf einmal über 200 Watt gemacht hat. Und jetzt, 5 Sekunden später, sind wir wieder bei 25 Knoten. Und es ist keine Wolke und nichts zu sehen. Also, es kann auch keine Tiefdruckzelle oder sowas sein. Ich kann nicht bestätigen, dass die Passatroute steten Wind mit sich zieht. Also die letzten 3 Tage, 4. Jetzt haben wir schon wieder 30 Knoten. 100 Watt sind 30 Knoten etwa. Jetzt waren wir bei 96. Ich weiß nicht, ob man es hinter mir sieht hier. Wie es schaukelt. Jetzt haben wir 15 Knoten Wind. Das war 25. Eigenartig. Ich versteh's. Guten Morgen. Tag 15. 15 ist schon krass. Wir sind schon 14 Tage auf dem Wasser. Sonne geht gerade auf. Total schön wieder. Ja, Sonne geht halt jetzt schon wieder ein bisschen später auf, weil wir jetzt schon auf dem 53. Grad sind. Das heißt, wir können die Uhren nochmal umstellen. Genau, es sind noch 510 Meilen reichlich. Ja, ich weiß nicht, was Martin heute Nacht erzählt hat. Also wenn er was erzählt hat, wird er wahrscheinlich ganz schön geschimpft haben. es ist sau anstrengend. Also die letzten 2 Tage, die waren echt, muss man nicht unbedingt haben. Aber ich habe das Gefühl, es beruhigt sich ein kleines bisschen. Ja, jetzt sind wir so bei 20, 25 Knoten in Böen, das passt schon. Mit den Kreuzseen, das scheint sich auch ein bisschen zu beruhigen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade noch mal ein Stück weiter vor dem Wind gegangen bin. Also es schaukelt schon noch ganz schön, aber die Nacht war echt anstrengend, war wenig Schlaf, war böig ohne Ende. Wir sind beide ganz schön müde, ich glaube, das zieht man uns auch an. Ja, aber ich denke 4 Tage, wenn das Wetter so bleibt, das ist realistisch. Und dann sind wir in 4 Tagen schon in Granada. Cool. Und dann hat diese elende Schaukelei am Ende, hoffe ich. Jetzt werde ich mal noch einen Kaffee machen. Mal gucken, wie viel dabei diesmal kaputt geht. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Neben vielen Wellen. Genau, und dann habe ich vorhin gerade gesehen, dass die eine Bordwand innen, wo unsere Bücher stehen, da ist es nass, scheint irgendwie das Deck ein bisschen undicht zu sein. Gut, heute Nacht sind auch einige richtig große Wellen übergegangen. Müssen wir mal schauen, wo das reinläuft. Naja, bis Granada wird es schon noch halten. Wir werden nicht unterrühren. Gut, das war's erstmal. Also, Sonne kommt raus, die Stimmung steigt. Hätte ich das Video heute Nacht gemacht. Das wäre, glaube ich, nur großes Geschimpfe gewesen.
Aber jetzt ist alles gut. Jetzt haben wir erstmal wieder für 2 Stunden Sonne. Sehr schön. Ist ja gut, Martin. Ist ja gut, Martin. So, Gimbo ist schon was Cooles. Ich stehe kaputt, das Schiff. 181 Meter. In einer Stunde treffen wir uns. Das kann sogar sein, dass der uns ausweichen muss. Auf dem Atlantik. Stolt Island. Tankschiff, 183 Meter. Aber jetzt verpasst er uns in 1,5 Meilen Entfernung. Hätte ein bisschen abfallen müssen, dass wir auf Kollisionskurs sind. Aber na gut, wir sind kein Arschloch. So, guten Abend. Es ist 8:30 Uhr und es sind nur noch 417 Meilen. 470. 470 Meilen. Also wird es echt Zeit, dass wir uns langsam auf den Landfall vorbereiten. Ich hänge schon mal die Fender raus. Ja, nee, die Fender brauchen wir noch nicht raushängen, aber die Claudi und ich sind hier am Doktoren. Ja, wir werden wahrscheinlich erstmal in die, wie heißt die? Fair Bleu Bay fahren. Also wir könnten auch in so schöne Buchten mit so klangvollen Namen wie Saga Bay und Benji Bay und Gary Island und Calvary Island und was es da nicht alles gibt. Aber die Bilder, die sind alle so schön. Ja, wir wollen in diese Bucht fahren, weil da steht im Hafenhandbuch, dass die gutes Internet haben. Nein. Aber die sind in der Mitte, da könnten wir von dort aus halt nach links und rechts, gibt es ja extrem viele Buchten hier unten. Und natürlich, wir sind ja in der Passatwindzone, entspanntes Segeln im Moment, ja. Wieder mal bei 20 bis 30 Knoten Wind plus Welle, also ja. Wir haben uns vorhin so kurz unterhalten, was uns jetzt am Segeln stört. Ich habe gesagt, mich stört die Welle, Claudi sagt, mich stört der Windgenerator. Aber im Moment stört uns Bälle eigentlich nur die Bälle. Das ist nur ein Geschauke. Ich hoffe, dass wir überhaupt was verstehen, wenn die Musik jetzt zu laut ist. Aber nee, so ist es halt. Also es wird wahrscheinlich von der Musik und von dem Geknarze hier alles übertönt werden. Da wollen wir hin. Genau. Da. Das ist eine kleine Marina, die ist vom, wie heißt der, Dirk? Der Dirk. Der Dirk. Wahrscheinlich der Dirk aus Bottenstedt. Guck mal hier. Dieter. FC Dieter. Dieter Burkhalter. Burkhalter, ja. Aus Oberposenmuggel ist dort hin ausgewandert. Ein Stück Wurstel. Genau. Und hat dort eine Marina gebaut. Also es wird Zeit, dass das Elend ein Ende hat. Elend? Ne, heute Nachmittag war es total schön. Eigentlich zwischendurch. Ja. Als ich geschlafen habe. Ja. Ich weiß nicht, nachts dreht da immer noch mal eine Windstärke auf. Also von wegen 20 Knoten. Hier, ja, wir sind schon ganz nah dran. Ja.
Ja, schön ist, wenn man weit rauszoomt. Na gut, ich blende ja die Karten immer ein. Da, Cabo Verde. Hier ist die Selene Grenada. Ich sag doch, wir müssen uns unbedingt auf den Landfall vorbereiten. Ja. Ich mach schon mal das mit den Fendern und mit den Leinen. Jetzt? Morgen früh, gleich wenn es hell wird. Okay. Klung. Abschließendes Wort zum Tag? Oh, ich bin müde. Okay, gute Nacht. So, guten Abend. Es ist 23:30. Ja, 23:30, eine andere windreiche Nacht. Der Wind geht so zwischen 20 und 38 Knoten im Moment. Jetzt hat er auch noch gedreht auf Südost. Regen. Welle. Passat. Krass, so wechselhaft. Ja, wenigstens ist es warm. Guten Morgen. 16. Seetag. Und ich hab's ganz schön satt. Das war, glaube ich, mit Abstand die beschissenste Nacht, die wir bis jetzt hatten. Ich habe dann irgendwann aufgehört mitzuzählen. 4, 5, 6 solche Regenfronten, die hier durchgezogen sind. Und dieses Geschaukel macht mich echt alle. Ich hatte ja gehofft, dass diese beschissene Dünung aus Nord irgendwann aufhört, aber nö, das läuft weiter. So, jetzt ist es wenigstens hell geworden. Jetzt sieht man das Elend halt auch kommen. Aber es wird halt auch noch besser. Oh, Entschuldigung, ich bin so müde. Wir haben uns um 2 dann abgewechselt. Martin hat sich hingelegt. Da kam dann noch eine Regenzelle durch. Und dann war mit einem Schlag der Wind weg. Ja, Schaukel, Schaukel, Rums, Schabel, Krach. Da habe ich noch überlegt, ob wir vielleicht ausreffen. Aber ja, nicht so ungeduldig, kleiner Schmetterling. Besser mal abwarten. 10 Minuten später war der große Wind wieder da. Und jetzt haben wir, ja, ich würde sagen, wieder so 25, 30 Knoten Wind da draußen. Und die nächsten großen Wolken rollen an. Das wird jetzt, denke ich mal, heute uns noch so begleiten. Und dann mache ich echt 3 Kreuze, wenn wir irgendwann mal ankommen. 375 Meilen noch. Also 3 Tage. Werden wir in wahrscheinlich 3 Tagen so genau um die Uhrzeit jetzt da, wenn es so weiterläuft. Martin ist so schlimm. Nee, der Tali ist schlimm. Darfst du jetzt alles drehen oder musst du mir pfeifen lassen? Ja, pfeifen lassen. Na gut. Tschüss. Gute Nacht. So fühlen sich meine Nerven heute an. Jetzt kommt doch das andere Teil da über. Soll ich dir in irgendeiner Art und Weise helfen? Jetzt kommt so eine Riesenwelle. Ja. Da sagen sie auf Arbeit, ich soll einen Schutzkittel im Chemielabor anziehen, ne? So. Ach so, hab ich hier neu gebunden. Neue Kanne, neues Design, alter Griff. Das sieht genauso aus wie die vorher eigentlich. Ja. Aber das haben wir eigentlich nur gemacht, nicht weil der Griff irgendwie schön ist oder so, weil aber hier unten bei dieser so große Sockel dran ist, da kippt die nicht ganz so leicht. So. Ein Blumentopfständer. Passt nämlich genau in den Blumentopf rein, Ständer rein, genau. Und damit ist er relativ sturzsicher. Oh.
Moment geht's ja. Aber zu schnell wird aus Blauwassersegeln Grauwassersegeln. Der Schaukelpartie. Ich habe gerade mal in Videoaufnahmen geguckt, rückwärts sozusagen. Es ist jetzt der vierte Tag, wo uns diese seitliche Welle reingrätscht. Da ist wieder eine. Ja. Also da geht es immer 20 Grad in die Richtung und 30 dann in die Richtung. Ja, das ist Tag wie Nacht und abends kommt oder nachts kommt dann auch noch so die Unwetterzellen dazu. Also eigentlich, wie gesagt, seit 4 Tagen. Einmal der Wind die ganze Zeit zwischen irgendwie 20 und 35 Knoten hoch und runter. Naja, das sind jetzt leider. Es ist schon beeindruckend hier rauszukommen. Viele verloren, aber es kriegt schon wieder neue. Gott sei Dank. Von der Seite auch mal so ein Ding reinkommt, oder? Aber vielleicht ist das ja auch normal hier. Wer weiß. Nein, das ist nicht normal. Wenn man hier eine Weile rüber guckt, dann sieht man die seitliche Welle, auf die Passatwelle laufen. Und wenn die sich wahrscheinlich genau treffen im Wellenberg, dann schiebt es das Schiff einfach rum oder es fängt an zu schaukeln wie verrückt. Und das auch total unregelmäßig. Später. Jo, das wird wieder angeblich einen Regen geben. Toll. Das ist immer die Frage, wann reffen wir und wann nicht. Oder wann reffen wir? Eigentlich würde ich ausreffen. Es ist ganz gut zu sehen, wie der Wind anfängt zu drehen. Und wie bei All is Lost, der eine fängt sich an zu rasieren und die Claudi fängt an Essen zu machen. Was gibt's denn heute? Süßkartoffel an? Mit dem Rest vom noch nicht vergammelten Gemüse. Du musst das eher wie so ein kulinarischer Spitzenkoch ausdrücken. Wenn du den Zustand des Gemüses siehst, davon ist jetzt. Du weißt ja auch nie, wie der Zustand im Gemüse, von dem Gemüse in der Spitzenküche ist. Da gehe ich davon aus, dass das total frisch ist.
Immer. Das hat der Koch aus seinem eigenen Gärtchen gezogen, daheim. Fast da. So, guten Abend. Es ist 11:45 Uhr. Diese Regenfront vorhin ist doch an uns vorbeigezogen. Es sind dann noch ein paar gekommen. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Stück. Also es ist ja eine Regenfront, aber es nieselt halt immer was leicht. Die Lage scheint sich irgendwie zu normalisieren mittlerweile. Wir haben jetzt 25 Knoten Wind. Fahren schön 6,5 Knoten. Das lässt sich aushalten. Machen noch genug Strom, dass ich nebenbei schon ein Video schneiden kann. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und dann denke ich mal, in so 1,5-2 Tagen Landfall. Ich habe ja schon mehrmals im Radio geguckt, ob wir langsam hier in Barbados etwas reinkriegen, aber sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung, so eine Reise. Also kann ich echt empfehlen, wenn jemand so Abenteuer oder aktiv, ja, aber aktiv oder mag, so wirklich auf sich selber gestellt sein, für alle Entscheidungen, die man trifft, selber verantwortlich sein muss, sozusagen, dann ist es sowas genau so. Ich kann ja auch keinem sagen, ja, weil du das gesagt hast, deswegen ist es Mist geworden oder sowas. Nee, das ist wegen mir. Oder weil man das halt so entschieden hat. Guten Morgen. Heute ist der, ich hoffe, vorletzte Seetag. Und ich zeige euch mal was. Das ist voll cool, wenn ich hier mal ein Stück rauszoome. Tada! Landinsel, Barbados und Grenada. Und es sind jetzt noch 244 Meilen. Cool. Da haben wir es ja eigentlich fast geschafft. Sind wir heute Mittag dann da. Genau, und ansonsten hier draußen ist halt schon wieder Bambule. Ja, die ganze Nacht halt wieder so 30, 35 Knoten Wind. 40 waren auch mal dabei. Da hinten wuckelt sich so langsam die Sonne raus. Und ein paar blinde Passagiere haben wir auch wieder mit aufgesammelt. Der da noch. Ja. Schön, wenn man es fast geschafft hat. Da ist das mit dem Geschaukel auch gar nicht mehr so schlimm, obwohl es echt nervt. Ein wellischer Tag heute. Ja, aber es sind noch gut 220 Meilen oder so. Da sollte man eigentlich hoffentlich nicht mitten in der Nacht ankommen. Das wäre dann übermorgen. Krass. Guten Abend. Es ist 10:30 und es sind noch 149,7 Meilen bis nach Grenada. Barbados müsste jetzt ziemlich genau querab sein. Das Wasser wird langsam flach. Ist nur noch 1,7 Kilometer tief statt 5. Ja, damit wird der Landfall etwa in 28 Stunden passieren. Was bedeutet mitten in der Nacht. Also wirklich mitten in der Nacht. Also um 1 um 2 morgen werden wir auf Grenada aufschlagen. Das ist natürlich jetzt eine Überlegung wert, wo man da am besten hinfährt. Weil ich habe da nicht vor, unbedingt irgendwelche Buchten zu fahren, wo halt Korallenriffe und so weiter sind. Aber ich würde schon irgendwie versuchen, erstmal in die Marina zu gehen. Ja, man sitzt da etwas recht moderat. Die ganze Zeit so um die 20 Knoten Wind.
ganzen Tag bedeckter Himmel, aber keine Regenschauer, nichts. Ja, ich freue mich mittlerweile schon, vor allen Dingen, weil ich muss mich echt mal rasieren, ey. Das ist, das nervt. Es ist Vollbart ist nicht meins. So, nachts um 2. Unser dritter Schiffskontakt, den sehe ich auch am Horizont. Was ist es denn für einer? Norwegen Frachtschiff. Oslo Bug 6. Ein Tag Nummer. Morgen. Na, wir sagen mal letzter auf alle Fälle. Das oder vorletzter? So. Also noch ein Sonnenaufgang will ich auf See nie erleben. Dann gibt's ja auch schon. Also zumindest nie auf der Route. Guck mal, da sind Gipfelze, ganz viele. Ja, willst du unseren Freunden was erzählen vielleicht? Und Marin ist gerade aufgestanden. Der kann noch nicht so richtig, obwohl der kann früher eigentlich immer ziemlich gut Quatsch erzählen. Es hat ihn gerüttelt bei mir, ob ich mit meiner Freundin den Sonnenaufgang angucken möchte. Was soll man da als Kerl sagen? Ne? Da hättest du sagen können, wenn der Kaffee fertig ist, ja. Das ist so eine No-Win-Situation. Nein. Yeah. Und irgendwie seit anderthalb, zwei Tagen ist der Wind richtig schön kontakt geworden. Ne? Ja. Also nichts mit irgendwie zwischen 25 und 35. Die schwappte hier über die. Da läuft's was auch. Ja, immer, es kommt immer mal so eine Welle, die diese Welle ganz schön auf die Seite legt. Mhm. Ist sehr konstant geworden der Wind. Aber ein bisschen wenig. Muss man ausrechnen. Heute werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen anzukommen. Es wird wahrscheinlich morgen früh irgendwie um drei. Um drei oder so. Und sonst wieder mitten in der Nacht. Okay. Ja gut, die Chance war aber 50-50, dass wir bei Tageslicht oder nachts ankommen. Da fahren wir halt nachts durch die Korallenriffe. Riffs. So, ja, letzter Seetag. Da hat der Wind sich die letzten zwei, drei Tage doch noch mal etwas normalisiert. Also scheint das doch nicht normal gewesen zu sein für Passat. Dass du mit 30 Stunden Wind durch die Gegend geschoben wirst. Das müssen wir nochmal machen. Ja, also Claudia hat gesagt, wir drehen nochmal um und fahren zurück und machen das nochmal. Und gucken, ob das dann auch wieder so böig ist. Ja. Das wäre doch mal eine Challenge. Jetzt umdrehen, am Wind zurück und dann nochmal die 2000 Meilen. Nimm das, Wilfried Erdmann. Nimm das, ja genau. Da bin ich ja mal gespannt. Wenn wir dann in der stockfinsteren Nacht auf Granada ankommen und aufs erste Korallenriff laufen, was uns unter den Kiel kommt. So, auf 65 Meilen. Das ist also kürzer wie die Strecke Swinemünde-Bornholm. Schon geil. Dann hätten wir das Abenteuer Atlantik-Überquerung geschafft. Aber heute ist echt wieder mal ein schönes See. Hat sich schon gestern angekündigt, aber heute ist es echt schön. Auch so mit meiner ganzen Stromversorgung, die ich mir überlegt habe, und so, das hat eigentlich alles super geklappt. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal die Maschine angeschaltet haben. Das ist gut schon ein paar Tage her. Jo. Na gut. Send me love to my friends and call me that's a fall.
Prost. Also ich habe viel Zeit ins Video gesteckt. Halt. Ja, und du hast viele Videos zu meinen. Ja. Wir sind da. Wir haben es tatsächlich geschafft nach Granada. Soll ich mal nehmen? Also, nochmal. Wir sind da. Ja. Und jetzt du. In der Mitte, mitten in der Nacht angekommen. Um 3, glaube ich, waren wir hier. Nein, um 1. Um 1? Um 1. Das war um 1 hier gewesen. Wir waren um 1 hier. Der Mond war gerade eine halbe Stunde aufgegangen, dass wir wenigstens ein bisschen was gesehen haben. Genau. Und jetzt sind wir in der Prickly Bay im Süden von Granada. Haben uns hier reingestohlen. Genauso wie wir in Mindelo abgefahren sind, sind wir hier so inkognito hier reingesneakt. Ja, ja. Gar nicht so einfach zu finden. Es soll hier zwar einen betonten Channel geben, der angeblich von Ankerliegern frei bleiben soll, aber nee. Man ankert hier kreuz und quer. Ja. Genau. Ja, und jetzt haben wir hier eine Mooringboje gefunden von der Marine. Wir haben ja gedacht, das ist eine Marina mit Steg. Ja. Deswegen hängt auch alles draußen, Fender, Festmacherlein. Können wir vielleicht dann mal reinholen. Aber es ist tatsächlich nur ein Mooringfeld. Ja, das Ausschlafen war erstmal wichtiger, aber ich bin noch tierisch müde. Ja, und es ist jetzt schon tierisch warm. Es ist um 9, halb 10, würde ich sagen. Halb 10. Halb 10. Halb 10. Und der Mooring, der Mooring-Guy, der kam schon an und hat sich beschwert, dass wir noch nicht bezahlt haben. Da denkt man, das sind die der Karibik ganz relaxed. Aber wir sollen den Ball bezahlen, den können wir dann mitnehmen, habe ich schon so verstanden. Genau. Und jetzt kann ich mich endlich mal rasieren. Juhu. Juhu. Das ist, glaube ich, das allererste, was ich mache, ist rasieren. Na, erstmal einklarieren. Darf ich mich nicht erstmal rasieren? Naja. Wo ist mein Kaffee? Den habe ich versteckt. Ist da noch was drin für Martin? Bestimmt. Ja, das ist übrigens Kaffeekanne Nummer 3. Die Kaffeekanne Nummer 2 hat nur einen Tag gehalten. Ja, die hat's zerruppt. Durch den Seegang. Genau, und das sind die Bälle dort drüben. Da steht PBM drauf. Prickly Bay Marina. Du hast gedacht, Pups-Bums-Mist. Pups-Bums-Mist, ja. Das ist, ich sag mal, die jugendfreie Variante. Die jugendfreie Variante, ja. Von dem, was ich gesagt habe, ja. Irgendwie jetzt. so richtig freuen können wir uns gerade gar nicht. Aber ich muss erstmal irgendwie wach werden. Gestern Abend war schon so komisch. Da sitzt man plötzlich hier auf dem Boot. Es ist still, aber richtig still. Ja. Also wirklich total still. Auf allen Booten ist das Licht aus. Du sitzt hier, es schaukelt nur ganz leicht. Ja. Es ist kein Wind. Ja. Und also, das war ganz komisch. Ja. Aber es ist cool. Ja. Und wir haben gebraucht am Ende, ach ja, sagenhafte 17 Tage, also es war zwar Seetag 18, aber da wir ja 16 Uhr erst los sind, sind es 17 Tage, 17 mal 24 Stunden, ja, plus 15 Stunden für 2200, irgendwie 40 Paar Zerlemperter. Rund 17,5 Tage halt. Genau. Etwa. 17,5 Tage. Ja, das ist... awesome. Awesome. Und gestern war nochmal so ein schöner Tag. Da habe ich gedacht, der Neptun, der will uns gerade ein bisschen verarschen. Also so wie man sich das mit den Passatsegeln vorstellt. Ganz konstanter Wind ab Mittag, so 20 Knoten. Welle hat immer mehr abgenommen. Dann war noch ein richtig schöner Sternenhimmel. Auch so richtig, richtig schön. So ganz lauwarmer Wind, der nachts über die Haut streichelt. Richtig, ja. Oh, es war traumhaft schön. Es war traumhaft schön. Und wenn ich an die Tage davor denke, genau. Habe ich vorhin gerade gesagt, der hat gerade Liegestütze auf sein Boot gemacht. Ja. Aber das ist ein Boot, wo man die Nachteile von beiden kombiniert, vom Motorboot und Katamaran halt. Ne? Meinst du? Aber das können wir auch dann noch später. Und ich stehe jetzt nicht schon wieder auf. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. So. Okay, Prost. Tschüss. Tschüss.
Das war super, Martin. Da müssen wir kurz warten. Das ist also die Ripley Bay von Grenada. Schön hier und es ist eine Affenhitze. Es ist unglaublich, wie warm das hier ist. Also ich hoffe mal, dass das lange Atlantik-Übersegnungsvideo gefallen hat. Wir haben es kürzer schneiden können, aber wir haben es einfach drin gelassen. Viele Passagen, die wir halt lustig fanden. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen unterhaltsam für die Zuschauer. Genau, und das ist hier halt so die Ripley Bay. Wir werden sicher noch ein Video dann über Grenada machen. Aber ich muss jetzt irgendwie die Tage mal rechnen, das Video und vor allem hochladen. Das wird das größte Problem. Aber es ist hier echt karibisches Flair. Es ist Leute entspannt, Bulle warm. Aber die Anstrengung hat sich gelohnt, ja, zu fahren. Es ist echt schön, echt schön. Na gut, also dann. Viel Spaß beim Video und tschüss.